am Ende des Lebens auf dem Grabstein stehen zu haben, mein Leben hat allen anderen gefallen, nur mir nicht. Das will ich auf gar keinen Fall. Und ich glaube leider Gottes, so geht es vielen Menschen am Ende ihres Lebens. Und das finde ich ganz traurig. Ich stehe aktuell vor dem bisher größten Abenteuer meines Lebens. Und zwar werde ich mit meinen Pferden, meinen Wildpferden und meinem Hund, werde ich in wenigen Wochen von Bayern, von unserer Heimat, nach Skandinavien reiten. Ende Juni werde ich meine Pferde satteln und werde losreiten. Und zwar ist unser Ziel erst einmal der Norden oben von Deutschland. Da werden wir erstmal bei guten Freunden bleiben für eine Zeit lang und uns erstmal ein bisschen ankommen, erstmal kurz Pause machen. Und dann wird es weitergehen über Dänemark, an der schwedischen Westküste nach oben, nach Norwegen. Ja, super! Ich muss irgendwie raus, ich brauche ein bisschen den Kopf frei, dann raus zu den Pferden und dann schlafe ich auch irgendwie oft da. Sie ist ungewöhnlich. Man möchte ein Kind haben, was selbstständig ist und so sollen unsere Kinder auch erzogen werden oder wollten wir. Wenn natürlich dann das Korn so gut aufgeht, hat man natürlich auch Bedenken. Man möchte, dass ein Kind langfristig selbstständig leben kann, auch finanziell. Und bei so einem Weg ist es natürlich immer ungewiss. Und diese Ungewissheit gibt einem dann als, oder mir als Vater dann schon einiges zu denken. Können Sie verstehen, dass sie da einfach noch so oft in ihrer Findungsphase ist und dass Ausbildung machen zum Beispiel nicht in Frage kommt? Ich bin anders, ich kann es nicht verstehen. Ich habe von vornherein gewusst, wie ich gehen wollte vom Weg her. Nein, ich kann es nicht so verstehen. Ich hätte sie gerne zu Hause, aber ich habe das Gefühl, es geht ihr woanders auch gut. Ich sage nicht besser, aber auch gut. Und warum soll ich dann jemanden zu etwas zwingen, was derjenige nicht will? Das Haus ist immer offen, sie kann immer zurück, das weiß sie auch. Wenn es mal Schwierigkeiten gibt im Leben, dann kann sie immer zurückkommen. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man dieses Gefühl Kindern vermittelt. Aber die Flügel darf man ihnen nicht rupfen. Ich mache das jetzt. Ich höre nicht auf die rationalen Gründe. Ich höre nicht auf meine Familie, die jetzt mega zweifelt. Für mich ist es einfach das pure Leben. Und ich fühle mich nirgendwo so lebendig wie beim Reisen. Mein größter Antrieb, dieses Projekt zu machen, ist nicht mein Ego, dass ich 1000 Kilometer mit meinen Pferden reiten will. Es ist mein Gefühl. Und ich weiß auch durchs Reisen, dass ich mich darauf verlassen kann und dass mich das nicht enttäuschen wird und genau dort hinführt, wo wir auch hin sollen und was wir erleben sollen. Ja, cool. Es ist meine Aufgabe, die Pferde darauf vorzubereiten und ihnen zu zeigen, was alles auf diesem Ritt passieren kann. Es könnte sein, dass wir mal durch eine riesige Stadt müssen, dass wir über Bahnübergänge reiten müssen, dass wir durch Flüsse reiten müssen. Es ist schön hier. Ich habe eine wundervolle Familie, wundervolle Freunde. Es ist toll hier. Meine Pferde stehen in ganz, ganz tollen Herden. Aber wir gehören hier im Moment nicht hin. Wir gehören jetzt noch für die Vorbereitung für diesen Ritt hier hin. Aber das ist gerade im Moment nicht unser Ort. Jetzt darf ich mit meinen Pferden leben, jetzt darf ich mit meinen Pferden und meinem Hund wirklich eine Herde bilden. Diese unfassbare Vorfreude.
habe mich jetzt so lange auf diesen Ritt gefreut und habe so in dieser Vorfreude gelebt, dass es für mich jetzt einfach ein total logischer Schritt war, loszureiten. Coco, Luna, Jack und mich begleitet bis Kiel eine ganz, 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 ganz liebe Freundin, die Valeska. Die kenne ich seit ein paar Jahren und wir durften unsere ersten Wanderritte auch miteinander erleben. Eine geplante Route für den Ritt gibt's nicht, denn die Route entsteht einfach auf dem Weg und wir reiten quasi nach unserem Gefühl, so ganz nach dem Motto, du kommst immer dorthin, wo du heute hingehörst. Also quasi voller Urvertrauen in die jetzige Situation rein. Dabei haben wir eigentlich fast nichts. Wir haben unsere Schlafsachen, die Isomatten und die Schlafsäcke, halt ein bisschen Wechselkleidung. Und für die Pferde noch ein bisschen was, aber ansonsten braucht man nichts. Jetzt sind wir hier in der Einöde gelandet. Das ist eine Western Ranch inmitten von nirgendwo, also wirklich im Grenzgebiet, wo fast keine anderen Menschen sind. Und für mich ist es auch total schön, hier zu sein, weil ich so ein bisschen als kleines Cowgirl aufgewachsen bin auf einer Ranch. Und jetzt einfach wieder in dieses Cowgirl-Leben mit dem Hut einzutauchen, ist wunder, 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 wunderschön. Und das jetzt auf dem Ritt so leben, erleben zu dürfen. Yeah. Deine Creme. Oh. Yeah. Dieser ganze Ritt hier ist nicht nur Zuckerschlecken. Es gibt auch oft Momente, wo du denkst, wieso mache ich das eigentlich? Es ist so heiß. Aber dann heißt es einfach Augen zu und durch, weil Träume zu realisieren ist nicht immer nur easy. Manchmal muss man auch einfach die Zähne zusammenbeißen und weitermachen. Und wird dann wieder mit Momenten beschenkt, die einfach nur total schön sind. Wir wissen in der Früh nie, wo wir am nächsten Abend schlafen werden, weil die Route ja quasi nicht steht. Und wir machen es so, dass wir am Nachmittag dann einfach immer in den Dörfern fragen, wo die nächsten Pferde stehen. Und da dann eben anfragen, ob wir gegen Mithilfe dort eine Wiese haben können, wo die Pferde schlafen können. Und wir sind ja super unkompliziert. Wir haben Isomatte und Schlafsack dabei und brauchen quasi nichts. Es geht nur darum, dass es den Pferden gut geht. Und es hat bisher auch immer funktioniert. In dem Dorf hier ist es ziemlich schwierig, weil es hier wohl keine Pferde mehr gibt, außerhalb. Und ja, jetzt haben wir ein paar Adressen gefunden und schauen jetzt mal. Perfekte Wiese. Oh, perfekte Wiese, voll gut eingezäunt. Oh, schön. Richtig, richtig gut. Na du? Ja. Good. Super.
Ihr habt Hunger, gell? Ja. Die allerschönsten Seiten dieses Ritts sind definitiv einfach den kompletten Tag mit der Herde unterwegs zu sein. Und es stellt jede Beziehung sowohl zu Menschen als auch zu Pferden in Frage. Wenn du 24 Stunden am Tag dich um jegliche Bedürfnisse kümmern musst, wo schlafe ich, was esse ich, wo gehen wir lang? Du wirst mit so vielen Dingen konfrontiert, die daheim einfach selbstverständlich sind. Dass so ein extrem minimalistisches Leben einen so erfüllen kann, das dachte ich nie. Aber es erfüllt einen eigentlich so viel mehr als irgendein luxuriöses Leben, wo du alles an sachlichen Dingen hast, aber gar nicht hier im Moment bist. In Lüneburg oder so, in Hamburg. Ah! Geil, mein Hamburg war immer so far away. Das ist echt krass, das sind drei, also das sind nach Lüneburg. Wir sind übermorgen in Lüneburg. Und Hamburg ist da hinten irgendwo, nur so weit weg. 4 Tage. Wie viele Kilometer sind das noch? Ich weiß es nicht. Ich habe nur rausgesucht, das war so krass. Boah. Also in Hamburg. Wir dürfen uns echt mal drum kümmern, wie wir über die Elbe kommen. Sehr schön. In den letzten 3 Wochen durften wir unendlich stark zu dem zurückfinden, was wirklich wichtig ist. Denn es sind ein paar Dinge passiert, die nicht unbedingt hätten passieren müssen, dass Luna eine Kolik bekommen hat und uns damit einfach signalisiert hat, hey, schaut auf eure Herde. Es kommt nicht drauf an, wo ihr hinkommt, sondern es kommt drauf an, wie der Weg ist. Dann haben wir noch eine große Entscheidung getroffen, auch für die Pferde. Und zwar, dass unser Packsattel nicht mehr dabei ist und dass wir unseren Packsattel nach Hause schicken. Das war einfach ein Food für die Pferde, denn die waren leicht unten aufgescheuert am Bauch durch einfach 10 Stunden am Tag Benutzung von den Sattelgurten. Das ist einfach mal, irgendwann macht es die Haut nicht mehr mit. Das war eine krasse Entscheidung, denn wir haben Schlafsack, Isomatte, 2. T-Shirt. Einfach so Dinge, wo wir dachten, die brauchen wir unbedingt, haben wir nach Hause geschickt. Ich kann es überhaupt nicht glauben, dass wir heute am Meer ankommen. Das ist so utopisch für mich. Und dass wir einfach vom Süden in den Norden hochgelaufen sind. Ich glaube, ich kann es erst dann realisieren, wenn ich wirklich den Sand unter meinen Füßen spüre und einfach die Salzluft einatmen darf. Wir sind am Meer. Halleluja. Der Moment, als wir am Meer angekommen sind, das waren einfach Emotionen pur, das war Gefühl pur. Es war ein riesen Rucksack, den wir in dem Moment ablegen durften, einfach, dass wir es geschafft haben. Ich stand da und habe den Horizont gesehen, es war nichts. Und ich dachte mir nur so, wow, da hinter diesem Horizont, da wartet noch so viel, was du jetzt noch gar nicht sehen kannst, aber was noch kommen wird. Wir sind 1000 Kilometer von Bayern bis an die Ostsee geritten. Und für mich persönlich war das der bisher größte Höhepunkt meiner Reisen überhaupt. Mich zieht es noch überhaupt nicht nach Hause, geschweige denn möchte ich irgendwo wirklich ankommen. Meine beste Freundin bleibt oben in Norddeutschland. Und ich habe total das Gefühl, dass ich weiter nach Skandinavien soll. Weshalb ich ganz gespannt bin, welche Abenteuer noch im Norden auf uns warten werden. Mit dem Schritt, jetzt über die Grenze zu laufen, fängt auch so ein, für mich so ein neuer Lebensabschnitt an. Weil wir so die erste große Etappe des Ritts jetzt quasi geschafft haben, ins Meer hochzureiten und die Ostsee. Und was dann kommt,
Keine Ahnung. Also, adios! Tschüss! Wahnsinn. Wir sind jetzt direkt an der dänischen Grenze angekommen. Das hier ist die Grenze. Krass. Klar hatte ich so in der letzten Zeit manchmal den Gedanken, wäre es nicht schön, jetzt nach Hause irgendwann mal zu kommen, so zurück nach Bayern. Aber wenn ich dann sehe, wie viel da hinten noch ist, was wir noch erkunden können, dann will ich da noch hin. Ich will noch nicht zurück. In letzter Zeit habe ich fast immer im Stall geschlafen, weil ja, irgendwie habe ich niemanden gefunden, der ein Gästezimmer hatte. Und es ist echt kalt mittlerweile. Also ich frage dann immer nach alten Pferdedecken, weil nur mit Schlafsack friere ich echt total. Ich freue mich jetzt langsam auch echt drauf, irgendwo anzukommen und nicht mehr jede Nacht zu frieren. Während ich an der dänischen Westküste entlang geritten bin, habe ich mich auf die Suche nach einem Winterquartier für die Pferde und mich gemacht und bin dann über Facebook auf eine Frau gestoßen, die eine Praktikantin gesucht hat. Und bin so auf dem Hof Grünmölle bei Katja Runert gelandet. Ich wohne hier in einem super urigen Hexenhäuschen. Das ist eine Blockhütte im Wald, direkt neben dem Haupthaus. Meine Aufgabe hier ist es momentan, mit dem Haus zu helfen und auf dem Hof zu arbeiten, für Kost und Logis und zusätzlich, um Reitstunden zu bekommen und noch mehr über die Pferde zu lernen. Momentan geht es mir überhaupt nicht gut. Ich habe nicht wirklich eine Ahnung, wo es für mich weitergeht und wo es für mich im Leben so hingeht. Und das kenne ich so überhaupt nicht von mir. Die Seite, die die Leute nicht wirklich von mir kennen, ist die, dass ich auch unmotiviert und sinnsuchend und traurig in meinem Zimmer sitze und vor mich hin starr und auch nicht weiß, was ich jetzt so machen soll. Und natürlich auch mal Wein abends. Ich habe früher mal gesagt, folgt einfach dem, was euch antreibt. Aber irgendwie, wenn man gerade nichts hat, was einen so antreibt, dann kann man dem auch nicht folgen. Andere würden sagen, boah, die lebt ja die absolute Freiheit. Aber Freiheit bedeutet ja auch irgendwie immer, sich leicht zu fühlen und Leichtigkeit zu spüren. Und jo, das tue ich gerade nicht wirklich. Nachdem ich mehrere Jahre einen Blog geführt habe und ganz aktiv auf Instagram war, konnte ich mich irgendwann nicht mehr mit diesem Bild, das ich mir da nach außen hin aufgebaut habe, identifizieren. Die Menschen sehen mich als das strahlende Reisemädchen. Und ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich für mich herausfinden muss, wer will ich eigentlich sein und nicht, welcher Rolle möchte ich entsprechen. Ja, hallo Mama, servus. Grüß dich. Du wolltest ins Bett, habe ich dich jetzt aufgeweckt? Ja, gut. Richtig gut. Und wie geht's euch? Ja, schön. Und der Papa? Spricht Papa manchmal über mich? Aha. Ich glaube, ich komme auf jeden Fall in der nächsten Zeit irgendwann mal für ein paar Tage nach Hause oder so. Gut, dann. Vierte Mama, servus. Bei Familie ist halt echt immer so ein sicherer Hafen. Dann wünsche ich mir auch manchmal, wieso bist du nicht daheim geblieben? Da wäre es doch viel, viel einfacher gewesen. Oder vielleicht sollte ich auch einfach nach Hause und das alles abbrechen.
Aber das ist eigentlich nur an den Tagen der Fall, wo ich eh generell irgendwie alles anzweifle. Familie lernt man oft erst dann schätzen, wenn man weg ist. Ich musste jetzt unbedingt mal raus aus Dänemark, nachdem ich ganze 6 Monate dort oben verbracht habe. Und ich muss mir einfach die Frage beantworten für mich selbst, ob ich noch da oben bleiben will oder ob es für die Herde und mich woanders hingeht. Und um diese Antwort zu finden, bin ich gerade daheim bei meiner Familie in Bayern, um da reinzufühlen, mit Abstand. Es ist schwierig. Ich möchte eigentlich nicht in ihrer Haut stecken. Aber irgendwann muss man halt dann auch mal eine Entscheidung treffen. Auch die Millenniumskinder, glaube ich, müssen dann irgendwann mal sehen, naja, ich muss meinen Lebensunterhalt verdienen. Die Verpflichtungen sind da und ich brauche ein regelmäßiges Einkommen dafür. Ja, eigentlich fehlt mir da irgendwie Ziel, aber ich weiß auch nicht, wie sie es machen soll. Sie muss ihren Weg selber gehen. Das kann man jetzt nicht mehr vorschreiben. Sie ist 18, sie muss ihren Weg finden und ich kann ihn nicht beschreiben. Mhm. Und die Gefahr ist einfach, wenn man sich vielleicht auch zu viel Zeit lässt, dass man vielleicht dann zu spät dran ist. Na, wie war's? Man denkt drüber nach, was man sagt. Und wie war's, nachdem du beide zugehört hast, oder du? War's auch interessant. Vielleicht verstehst du deinen anderen auch mal ein bisschen. Gut, dass du es gemacht hast. Und dann? Mein Papa und ich haben oft unterschiedliche Ansichten. Er versteht mich oft nicht, ich verstehe ihn oft nicht. Aber ich weiß eigentlich, dass er sich einfach nur Sorgen macht, was ich auch verstehen kann. Denn ich meine, er ist eine ganz andere Generation. Keine Generation bisher war so frei wie ich und wie alle Gleichaltrigen in meinem Alter. Denn uns steht einfach die Welt offen. Wir haben so viele Möglichkeiten wie noch keine Generation davor, was natürlich ganz andere Lebenswege mit sich bringt. Dieses Mal war das Zurückkommen ganz anders als die letzten Male, als ich von den Reisen wieder hierher gekommen bin. Weil ich damals mit dem Mindset hier angekommen bin, boah, das ist eh nicht meine Welt und ich will hier eh nicht bleiben und kann mich nicht mit den Werten, mit den Menschen, mit der Mentalität hier identifizieren. Und es war voll spannend, weil ich dann hierher gekommen bin und plötzlich habe ich mir gedacht, ja, eigentlich total schön. Und was habe ich dann immer gehabt? Und ich meine, Eichach hat sich nicht verändert, die Menschen haben sich nicht verändert. Es hat sich einfach nur mein Mindset, meine Art und Weise darüber zu denken geändert. Sie kennen sie aus der Zeitung? Ja. Also den Bericht habe ich, also ich habe sie jetzt nicht selber so gekannt, aber der Bericht war bekannt. Und von daher... Mir hat das was interessiert, aber dass man dann gleich so draufkommt, finde ich toll. Hatten Sie das, was Sie da gelesen haben in der Zeit? Klasse. Also ich finde das mutig, sowas, wissen Sie. Also, allein wenn so eine junge Frau sowas unternimmt, finde ich fantastisch. Und dann noch mit Pferden, ich meine, das ist ja nicht ganz einfach, die muss man ja überall mitnehmen. Ja, also meins wäre es jetzt nicht. Ich bin eher der sesshaftere Typ, aber ich habe... Sie einen Hut vor so den Leuten, weil das echt klasse ist. Also sie übt gerade daran, sesshaft zu werden. Hier in Eichach? Das ist eher mein Problem, dass ich nicht sesshaft werden kann. Ah, also in dem Alter würde ich das ja noch nicht machen. Echt? Also die würde das weiter so noch machen, ja. Solange man gesund ist und das geht, würde ich das schon machen. Das mache ich auch. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wie ich vor einem Jahr über meine Heimat gedacht und gesprochen habe, dann war es, glaube ich, ein bisschen ungerecht und ein bisschen... War schon echt eine ziemlich enge Perspektive, die ich damals hatte. Ich habe mich damals total fehl am Platz hier gefühlt, weil mich irgendwie niemand verstanden hat. Und jetzt weiß ich aber, die müssen mich ja alle gar nicht verstehen und die müssen nicht verstehen, was ich mache. Weil ich verstehe mittlerweile mehr, was ich mache. Deswegen brauche ich dieses Verständnis von den anderen nicht mehr so sehr. Ich habe die letzten Wochen viel drüber nachgedacht, ob ich hier oben in Dänemark bleiben soll oder nicht und habe mich jetzt entschieden. Mir ist bewusst geworden, dass ich hier oben eigentlich gar nicht mehr glücklich bin,
Aber ich habe auch keine Alternativen gesehen. Jetzt ist irgendwie Schluss damit. Und es ist jetzt der beste Zeitpunkt, um aufzuhören. Morgen fahren wir die Pferde nach Bayern. Zurück zu der Western Ranch, wo ich aufgewachsen bin. Und das ist ein wahnsinnig großer Schritt für mich, weil ich ja immer plädiert habe, ich werde nicht mehr nach Hause kommen. Das ist nichts mehr für mich. Man könnte das jetzt natürlich als Rückschritt bezeichnen, tun wahrscheinlich viele auch, dass ich jetzt wieder nach Hause gehe. So, sie hat es versucht, aber sie hat aufgegeben, sie ist gescheitert. Aber ganz ehrlich, nee. Nee, ich sehe das gar nicht so. Also ich sehe das überhaupt nicht so, als wäre das jetzt so ein Aufgeben, gar nicht. Ich habe noch eine Entscheidung getroffen. Jackie bleibt hier oben, mein kleiner bester Freund. Vielleicht fragen sich jetzt manche, wenn du jetzt sagst, dein kleiner bester Freund, warum gibst du ihn dann ab? Und ich gebe ihn genau deswegen ab und ich lasse ihn genau deswegen ziehen, weil er mir so wahnsinnig viel bedeutet. Ich habe Jackie ja kurz vor dem Wanderritt aus dem Tierheim geholt. Und auf dem Wanderritt war er so glücklich, er war ausgelastet, er hatte als Hütehund seine Aufgabe. Und in Dänemark oben haben wir dann eine Frau kennengelernt, die sich total in ihn verliebt hat, die öfter auf ihn aufgepasst hat, wo es mega gut gepasst hat. Und ich mir selbst einfach eingestehen musste, dass es egoistisch wäre zu sagen, er muss bei mir bleiben, nur weil er mir gehört. Mir wurde klar, dass sie ihm momentan einfach besser gerecht werden kann als ich. Keine einfache Entscheidung, die jetzt wirklich getroffen zu haben und jetzt auch so den letzten Schritt dazu zu gehen. Ich passe gut auf deinen Bauch hier auf. Und ich danke dir total. Das ist ein ganz großes Geschenk für mich. Jeder seinen Weg. Ohne uns. Halb sechs morgens. Jetzt geht's dann los. Es fühlt sich total unreal an, dass wir jetzt fahren. Ich glaube, es kann ich erst realisieren, wenn ich da rausfahre. Alle denken ja immer, das Aufregendste an irgendeiner Reise ist das Losgehen und wenn du dann die ganzen Abenteuer da draußen erlebst. Aber um ehrlich zu sein, ist für mich das Spannendste, wieder zurückzukommen von der Reise. Von einer langen Reise, wie es in dem Fall ist, 10 Monate Dänemark. Denn erst dann merkst du, was es eigentlich mit dir gemacht hat, wie du dich verändert hast. Dementsprechend war ich sehr gespannt und habe mich, glaube ich, auch eine Zeit lang sehr davor gedrückt, nach Hause zu gehen, weil ich ein bisschen Angst davor hatte, wie das so ist. Hallo.
du! Geschafft! Für mich ist der Schritt, nach Bayern zurückzugehen, ein Schritt, erstens Frieden mit diesem Heimkern, mit diesem Sätteln zu schließen, als auch mich mit den Themen hier ein bisschen zu beschäftigen. Schön, dass du warst. Ist schön, dass sie wieder da ist. Ja, natürlich ist es schön. Da hinten, wir kennen uns ja noch. Schauen wir mal, für wie lange. Ich bin noch skeptisch. Natürlich ist da immer auch die Sorge einer Mutter, wie geht es weiter in ihrem Leben, wie wird sie einen Lebensunterhalt verdienen können, selbst wenn es jetzt momentan ganz gut funktioniert mit ihrer Fotografiererei. Aber also ich selber hätte das in dem Alter bestimmt nicht geschafft, es waren auch die Möglichkeiten ganz anders. Aber sie hat schon in ihrem Leben, in diesen 3-4 Jahren, sage ich jetzt mal, Dinge gemacht, von denen sie das ganze Leben zehren wird. Die nimmt ihr keiner und die sie prägen und weiterbringen werden für den Rest ihres Lebens. Und das macht mich schon stolz, dass sie die Kraft hat in dem Alter. Ja, das weißt du doch, oder? Ich hab die trotzdem noch nie so reden gehört. Hat dich das jetzt so gemerkt? Ja. Oh, wir haben doch schon öfters eigentlich. Aber trotzdem ist es darüber gesprochen. Zu hören. Ja, in der Situation machen wir zwei Monate, ja. Oh, 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 oh. Man könnte es als Findungsphase momentan bezeichnen, dass ich einfach ganz viel ausprobiere gerade. Bevor ich auf Wanderritt gegangen bin, hatte ich schon mal um einiges mehr Sicherheit in meinem Leben. Ich habe mein Standing in der Pferdefotografiebranche aufgebaut, habe wirklich gutes Geld verdient damit, war über Monate hinweg ausgebucht. Und dann wollte ich unbedingt den Wanderritt machen. Bin nach Dänemark geritten und habe das alles, was ich mir davor aufgebaut habe, hinter mir gelassen. Ich habe den Anspruch an mein Leben, dass ich finanziell frei bin und dass ich mir nicht viele Sorgen um Geld machen muss. Den habe ich. Allerdings habe ich parallel dazu den Anspruch, meine Zeit nicht gegen Geld zu tauschen, sondern Dinge zu tun, die ich liebe, die mich erfüllen und dadurch mein Geld zu verdienen. Ich werde immer wieder was sagen, gerade auch am Anfang. Es sind aber alles nur Ideen. Also du darfst jederzeit Nein sagen, du darfst auch jederzeit was anderes machen. Schön, ihr zwei. Das Licht ist ein Traum. Vor allem auch, wie er in dem Moment schaut, mag ich total gerne. Ja. Es ist nicht mehr nur der Fakt, dass ich schöne Bilder machen möchte. Das ist schon lang vorbei. Es ist vielmehr, dass ich gesehen habe, wie viel Fotos den Menschen auslösen können und was da überhaupt dahinter steckt. Mir macht es momentan mega Spaß, mit Menschen zu arbeiten. Ich möchte mehr lernen in die Richtung. Ich habe vor kurzem auf Social Media eine Frau kennengelernt, Karin Seiler, die viele andere Frauen coacht. Und ich hatte das Gefühl, sie kann der Mensch sein, die mir momentan helfen kann und mir meine Fragen beantworten kann. Wir sind so ein bisschen in Kontakt gekommen und dann hat sie mich tatsächlich eingeladen zu sich nach Ibiza, um mir in Form eines Coachings zu helfen. Und ich bin wahnsinnig gespannt. Simone steht für mich für all die jungen Menschen, die jetzt 2020 in diesem Alter sind, in dem man ja wirklich sein Leben leben will, ja, seine Berufung finden will. Ihr fehlt eben trotz all dem ein Handwerkszeug.
Ja, das Handwerkszeug, sich selber zu verstehen, das Handwerkszeug, sag ich mal, ihren Geist zu verstehen. Da ich viel mit jungen Menschen arbeite und gesehen habe, wie unglaublich wichtig das ist, dass sie wissen, was sie antreibt und was der wahre Beweggrund dahinter ist, habe ich Simone eingeladen, um dem mit ihr gemeinsam auf die Spur zu kommen. Ich weiß auch überhaupt nicht, was auf mich zukommt. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es ziemlich viel verändern kann. Du bist jetzt, sag ich mal, schon weit gekommen. Ja, du hast jetzt eine weite Reise hinter dir. Aber das, was dich auf diese Reise bewegt hat, sind, sag ich mal, Erinnerungen oder alte Emotionen, die in dir noch wirken. Und diese Emotionen, ob Trauer, Verzweiflung, Wut, wie auch immer, lagern sich in uns ab. Es gibt also in diesem Leben schon allein ganz, ganz viele, die auf dir lagern, die dich auch fernsteuern. Weil die, wann immer du wieder in so eine Situation kommst, werden die ausgelöst und lassen dich so handeln, wie du handelst. Ja, weil Emotionen wirken wie Schatten. Diesen Schatten wirst du dir anschauen. Ja, und ich helfe dir dabei. Ich bin ganz gespannt. Ich weiß, dass es ein wichtiger Schritt sein kann für mich in meinem Leben. Aber so ein bisschen Bammel habe ich schon. Die erste Emotion, die ich herausgefunden habe, ist die Emotion der Wut und des Zorns. Und diese Emotion stammt aus einem früheren Leben. Und damals schon warst du eine Rebellin. Also du wolltest frei sein und du wolltest die Welt anders zeigen, als man sie dir erzählt hat, wie sie ist. Und damals war es deine Mutter, die das verhindert hat. Und solange diese Wut in dir ist und du dir nicht gestattest, die wirklich zu zeigen, wirst du in einem inneren Konflikt leben. Ich war mega überfordert mit meinen ganzen Gedanken und Emotionen gestern Abend und all dem, was durch die Session mit Karin da so hochkam. Aber ich weiß auch, dass der einzige Weg, solche Gefühle loszulassen, sodass sie mich nicht mehr blockieren, ist sie wirklich anzuschauen, auch wenn es manchmal echt unangenehm ist. Wenn Simone versteht, dass bisher ihr Antrieb eigentlich eher war, dass sie sich gegen etwas gerichtet hat, gegen ein altes System, gegen ihre Eltern, ja, dann ist das für sie jetzt eine unglaubliche Befreiung zu wissen, dass sie ab jetzt alles, was sie tut, aus Liebe zu sich selbst tut, ja, für etwas, nämlich für sich selbst und nicht gegen etwas. Das macht einen riesen Unterschied. Ich glaube, dass Simones Aufgabe ist, der Welt neue Bilder für eine neue Welt zu schenken. Und das kann sie auf viele Weise tun. Und da werden sich für andere Menschen Welten öffnen. Und diese neue Welt mitzuerschaffen, durch ihre Art zu sein, durch ihre Art frei zu denken und zu sehen, das ist ihre Seelenaufgabe. Für mich ist es in der letzten Zeit eine Reise gewesen, wirklich wahrhaftig das zu zeigen, was ich gerade fühle. Und ich glaube, genau das ist auch dieses Authentischsein. Um ehrlich zu sein, triggert mich dieses Wort, authentisch zu sein, ziemlich, weil ich weiß, dass dieses Unauthentischsein auch ein Teil von mir ist und ein Stück von mir ist, weil ich sehr gut darin bin, einfach den hier zu machen.
wenn ich gerade irgendwas fühle, was ich nicht zeigen möchte. Und für mich war es einfach die Komfortzone, immer zu lächeln. Alles andere dann mal so zu machen. Hat sich mega komisch angefühlt. Ich musste erst 1500 Kilometer ans Meer reiten, um zu erkennen, dass mir die Berge einfach am liebsten sind. Ich glaube, jeder Mensch hat ein Element und meins sind definitiv die Berge. Um ehrlich zu sein, fühle ich mich in Städten unsicherer als hier draußen in der Natur. Also Menschen sind mir manchmal suspekter als Tiere und Einsamkeit. Klar, es ist in meinem Alter momentan einfach so, was will ich mit meinem Leben machen? Und diese Frage wird mir natürlich ganz oft gestellt. Mich frustriert diese Frage schon ein bisschen und setzt mich auch irgendwo echt unter Druck. Ich hätte gerne selber auch einen Plan, aber ich habe keinen. Wahnsinn, was so ein Gipfelbuch an Geschichten in sich trägt. Ich steige so gern den Berg hinauf und das hat seinen Grund. Hier oben bin ich König, im Tal ein armer Hund. Krass. Und das schaut so aus, als hätte das ein älterer Mensch geschrieben. Das ist schon wieder dieses, du bist hier oben. Und du siehst das alles als so klein, die Realität da unten. Ich glaube, deswegen fühlen sich die Menschen auf dem Berg auch so gut. Was mir total wichtig ist zu vermitteln, ist, dass zu träumen auch immer Ängste dazugehören. Denn Menschen, die was aus ihrem Leben gemacht haben, sind keine Menschen, die keine Zweifel hatten, sondern es sind Menschen, die trotzdem weitergegangen sind. Wir sollten nicht aufhören, an unsere Träume zu glauben und dafür loszugehen.